Ja, das ist ja ganz nett. Ja, klar. Hi ho zusammen, ich hoffe, ihr seid alle noch frisch für den nächsten Beitrag, die Session von, Achtung, kleine Programmänderung, Manuel Metzler jetzt gleich am Mikro, denn er macht so eine Art, nee, Krankheitsvertretung ist es nicht, eine Ich-werd-Papa-Vertretung und von daher alles Gute für den Nachwuchs in Richtung Martin Döhler. Worum geht's? Wir bleiben im Thema B2B. Ganz ketzerische Frage: Brauche ich in Zeiten von Amazon Business, Mercatio und Co. überhaupt noch einen eigenen B2B-Shop oder lasse ich das mal lieber gleich sein? Aus eigener Erfahrung als Händler sage ich, wer sich mit dem Teufel ins Bett legt, muss sich nicht wundern, wenn es unter der Bettdecke warm wird. Von daher könnte ich mir ein Zweitbett zumindest sehr gut vorstellen. Es kann ja auch ein Upgrade erfahren, dass es irgendwann das erste Bett wird. In dem Sinne, lieber Manuel, viel Spaß. Falls ihr Fragen habt, wie immer in den Sessions, bitte einfach in den Chat reinknallen und wir diskutieren das im Nachgang gemeinsam, sodass Manuel durch die Folien durchgehen kann und im Fluss nicht gestört wird. Deine Bühne, auch wenn sie Wunderbar. virtuell ist. Ich ziehe mich Dankeschön. zurück. Bis dann. Bis dann. So, Augenblick. Ja, dann genau, kurz zu meiner Person. Sie haben es ja alle mitbekommen. Wir haben kurzfristig etwas umgeswitcht bei uns auf einen Positivfall, dass der Kollege Papa geworden ist. Ganz kurz vielleicht daher zu meiner Person. Mein Name ist Manuel Metzler. Ich bin jetzt seit über 5 Jahren bei der Intellishop tätig, da vornehmlich im Projektmanagement der Teamleitung. Und mein Team und ich, wir betreuen ja, verschiedenste B2B-Ansätze, auch verschiedene Strategien und Vertriebsstrategien in der Umsetzung bei uns über unsere Plattform Intellishop. Und ja, da sind wir quasi von Anfang an dabei, bis hin eben zum eigentlichen Projekt und dann auch in der Nachbetreuung, das heißt stetig an der Plattform weiterentwickeln. Da sind wir stark jetzt bei uns im Team im Medizintechnikbereich, E-Technik und Maschinenbau unterwegs. Ja, das sind so die groben Themen. Papa sein habe ich auch schon hinter mir, insofern bin ich deswegen auch da und nicht abwesend. Kurz zur Intellishop, bevor ich in die Folien reingehe. Wir sind sehr stark auf das Thema B2B fokussiert, sind auch schon länger am Markt, seit 2004 ansässig in schönen Karlsruhe, im Technologiehub bei uns in der alten Fabrik, im alten, wer es vielleicht noch kennt, web.de-Gebäude, alten Pfaff, sehr schön gelegen, sehr digital gelegen. Das heißt, wir haben eine schöne Infrastruktur und natürlich auch schöne Player am Markt um uns rum, auch verschiedene Vorteile an Kooperationen und ja, das freut uns sehr. Jetzt genug über Intellishop und meine Person. Deswegen starten eigentlich mal mit dem eigentlichen Thema, nämlich eigener Shop oder Plattformstrategie über Amazon oder weitere Marketplaces. Dafür haben wir uns einmal ja, einer Umfrage bedient und die zeigt ganz klar, wir haben einmal Digitalisierungskern. Jetzt durch Corona ist das Thema sehr, sehr präsent. Sonst wären wir nicht alle hier, sonst würden wir das auch nicht virtuell durchführen, wenn es keine Präsenz hätte. Und es wird sich beschleunigen, das Thema. Das hat jetzt auch unsere Umfrage, die wir zusammen in unserem Konjunkturindex viertelhalbjährlich erheben, nochmal gezeigt. Und auch glauben über 2 Drittel unserer oder der befragten Händler und Hersteller, dass auch das Thema Digitalisierung nachhaltig verändert wird durch Corona, sei es eben, wie werde ich zukünftig arbeiten, aber auch, also nicht nur im Vertrieb, sondern wie arbeite ich als Organisation, aber natürlich auch im Vertriebsbereich. Und da kommen immer sehr, sehr produktbezogene Themen, nämlich einfach von den Verbesserungspotenzialen. Ich habe eine Digitalisierung von Prozessen, ich kann meine Produktstrecke ein bisschen mehr aufräumen, digitalisieren und dann, welche Strategien kann ich darauf anwenden? Dann haben wir so quasi 7 Säulen. Und das zeigt sich eben, es gibt
da viele Ansätze, viele Services auch, nicht nur rein verkaufen, sondern auch Service bieten für seine Kunden. Das ist das eine, womit sich die meisten beschäftigen. Bei dem Potenzial und bei den Potenzialen am Markt und auch dieser Werthaltigkeit, die man sich erhofft, da zu generieren, muss man sich auch die Zahlen einfach mal vor Augen halten. Wir haben ein Handelsvolumen im B2B global jetzt in Deutschland von 1,3 Billionen Euro, aktuell 320 Milliarden Euro, schon quasi über eine digitale Strecke. Das heißt, da ist es schon sehr, sehr präsent, auch präsenter als noch vor 5, 6 Jahren. Und auch das Thema Vertikalisierung einzelner Marken. Und dann haben wir auch schon öfter gehört, dass Direct-to-Customer, das heißt, oder Direct-to-Consumer, wird viele Hersteller oder beschäftigt eben auch viele Hersteller, auch unsere Kunden. Und neben dem ganzen Thema auch, naja, wie starten und was für Marketplaces da zu den Marketplaces, eine ganz kurze Studie von EB Research. Hier, na, welche gibt's denn überhaupt? Also wer ist eigentlich präsent am Markt? Wen kennt man denn am Markt? Aus Sicht eben vom Vertrieb oder Einkauf. Und da zeigt sich, die Top 3 ist natürlich sehr stark in Hand. Ich weiß, ist Amazon sehr omnipräsent, auch mit einer sehr hohen Affinität am Markt, mit einer hohen Akzeptanz am Markt, mit sehr viel Volumen auch am Markt und Traktion. Mercateo auch schon ewig, gefühlt ewig dabei, da kommen wir später auch nochmal im Detail mal dazu am Markt. Wir haben ein Alibaba und wir haben auch noch was, was uns später auch nochmal aufgezeigt wird. Es gibt auch Händler natürlich, die sich sehr stark in das Thema Marktplatz orientieren. Im B2C kennen wir das schon von, nicht nur von Amazon, auch von Zalando, wir kennen es, aber auch der ein oder andere wird es auch von Konrad kennen, die eben nicht nur als Händler angefangen haben und jetzt viel mehr sind, sich geöffnet haben und da sehr stark auch gewachsen sind. Es gibt noch weitere Marktplätze, denn letztendlich ist es auch so, naja, welche Plattformen gibt es überall? Es gibt sehr viele Plattformen. Wir schauen uns da im Detail, versuchen wir verschiedene Plattformen dann nochmal zu betrachten und auch da nochmal zu legen, naja, was eignet sich denn jetzt? Oder lege ich mich dann doch eben mit Amazon in ein warmes, kuscheliges Nest, das vielleicht auch Dornen hat und sticht? Zunächst betrachten wir uns die Marktplätze einmal aus Sicht von der Zielgruppe, einer Einkäufersicht. Das heißt, was für einen Vorteil hat eigentlich ein Marktplatz aus Sicht von einem Einkäufer? Auch hier eine kurze Erhebung von der EB Research damals und von 2018 ist das jetzt noch, das wird sich tatsächlich aktuell das Aktuellste, was man findet. Und hier sind fokussiert, dass man quasi in den eigenen Prozessen, in den Einkaufsprozessen, in den Beschaffungsprozessen schneller, effizienter wird und auch viele Funktionalitäten, die eben auch ein Marktplatz hat, auch ein Online-Shop oder auch im B2C eben schon verfügbar sind, nämlich Filterfunktionen, zum Beispiel Listen erstellen, eine Art Projektlisten erstellen, dass ich meine Projekte zusammenstückeln kann, Stücklisten recherchieren, Stücklisten erstellen, Stücklisten ausgeben. Das kann ich natürlich in Marktplätzen sehr, sehr gut nutzen. Habe auch eine sehr gute Preistransparenz als Einkäufer, denn ich sehe ja nicht nur einen Händler, sondern ich habe im besten Fall meine Konditionen, verschiedene Händler, sehe aber auch Listpreise vielleicht von Händlern, die ich noch nicht auf dem Schirm habe. Das heißt, ich kann hier auch schauen, passt das in mein Portfolio? Ich habe hier eine Möglichkeit, einfach mein ABC-Sortiment, also quasi von der Wichtigkeit meiner Produkte nochmal abzusehen, okay, was eignet sich jetzt am besten vielleicht für den Einkauf? Und ganz, ganz wichtig für einen Einkauf sind natürlich die Lieferbedingungen. Die habe ich in der Regel aktuell. Ich habe eine sehr gute Experience. Ich kann unheimlich convenient, da ist eine hohe Convenience im Thema Servicebereich, also Retourenmanagement, angefangen Reklamationsbeschwerdemanagement. Das ganze operative Handling, das läuft über die Marktplätze sehr, sehr unterstützt ab und sehr, sehr geführt ab. Das heißt, auch hier sehr einfach für einen Einkäufer, sich zurechtzufinden im Beschaffungsprozess. Dann gibt es eine kleine Betrachtung auch nochmal, wenn ich Einkäufer bin, so ein bisschen auf einer Metaebene gezogen, hat Mercateo eine sehr schöne Ansicht bereitgestellt, die wir uns da mal genauer ansehen. Da geht es dann vor allem um ein Cluster, den sie erstellt haben, nämlich eine Anbieterbeziehung, also
haben es dann schon gehört, mit dem Marktplatz, da ist jemand dazwischen. Das heißt, da ist ein bisschen Potenzial dazu da, dass ich eben nicht alle Daten erheben kann wie bei einem Online-Shop und ich eben nicht Herr meiner Daten bin und auch Herr meiner Kunden, sondern die Kunden sind letztendlich Kunden des Marktplatzes. Hier wird eine schöne Beziehung dargestellt, sehr einfach und sehr übersichtlich, dass man sich einfach mal an den Achsen orientieren kann. Wir haben eine Bedarfbeziehung, das heißt, ich habe eine Anbieterbeziehung und ich habe Bedarf oder Bedürfnisse. Ich habe einen Kernbedarf, wiederkehrenden und einen Randbedarf. Das könnte man ummünzen eben auf ein ABC-Portfolio in meiner Produktwelt. Das heißt, ich habe eben sehr individualisierte Produkte und C-Produkte, eventuell Standardprodukte, irgendwelche Muffenringe oder Ersatzteilgeschäft eher im C-Teile-Segment anzusiedeln. Und das andere ist, welches Bestellvolumen wird dann aktuell da abgebildet oder kann abgebildet werden in Beziehung eben zu dem Bedarf und zum Umsatz. Hier kann es eben eine Hilfestellung sein zu wissen, naja, wenn ich denn mit einem Marktplatz starte, mit welchem Sortiment könnte ich denn überhaupt starten? Was wären denn solche Überlegungen? Was müsste ich denn einbeziehen? Macht es Sinn, eben mit meinem Kernsortiment zu starten? Macht es vielleicht Sinn, mit einem C-Teile-Sortiment zu starten? Das heißt, ich fange klein an, nehme die Erfahrung mit. Kann ich überhaupt, bildet das der Marktplatz ab, dass ich meine A-Teile überhaupt anbieten kann? In dem Fall A-Teile, Konfigurationsprodukte, relativ schwierig in der Außendarstellung, wenn ich kein Experte bin. Das heißt, da brauche ich implizites Wissen. Eignet sich da die Plattform und dann sieht man auch, welche Möglichkeiten da aktuell vorherrschen und könnte hier ableiten, naja, welche Möglichkeiten habe ich denn? Es gibt in den einzelnen Bereichen eben auch da eine Konzentration oder eben, was man sieht dann, es gibt eben im Kernbedarf noch wenige Anbieter, es gibt aber in den Randbedarfen beziehungsweise in den Wiederkehrbedarfen doch deutlich mehr Anbieter. Auch das werden wir uns nachher nochmal aufschauen. Welche Marktplätze gibt es denn da und was kann man denn dann auch tun? Was kann man besser machen? Ja, also man kann das quasi als Hilfestellung sehen, wenn man sich überlegen will, wie möchte ich mich aufstellen, wenn ich überhaupt einen Marktplatz in Betracht ziehe oder auch den eigenen Online-Shop in Betracht ziehe und das gegeneinander halt, mit welcher Strategie fange ich denn an oder mache ich beides, mache ich nur eines, wo soll mein Fokus hingehen, mache ich vielleicht sogar schon, nehme ich schon an einem Marktplatz teil, ohne dass ich es implizit weiß. Das sind so die Fragen, die man sich da nochmal aufschätzen, stellen kann, gerade wenn man sich in den Einkäufer versetzt und jetzt nicht selbst der Anbieter, Händler oder Hersteller ist. Bei der Händlerübersicht haben wir hier, also die Anbieterübersicht, haben wir hier nochmal eine Vertriebssicht, also eine sehr starke interne, intrinsische Sicht vom Vertrieb auf die einzelnen Betrachtung, warum ein Marktplatz eventuell wichtig sein kann. Neben der Prozessautomatisierung, Standardisierung habe ich natürlich auch das Thema Marketingbudget in Form von Bekanntheit, Traffic. Das heißt, ich habe hier schon Nutzer, muss mich nicht groß um den Traffic selbst kümmern. Das heißt, hier nicht die großen Budgets gleich allokieren und kann vielleicht ganz einfach starten. Relativ wenig Hindernisse, relativ wenig Hürden, vielleicht sogar auf einem Greenfield anfangen. Und wenn nicht, kann ich es immer noch vielleicht in die bestehende Organisation einfacher implementieren, auch transformieren, als jetzt gleich eine große Abteilung zu starten, die einen eigenen Online-Shop mit allen möglichen Involvements von verschiedenen internen Abteilungen behandelt. Wir haben hier eben auch das Thema Produkte, also ganz klar, Verkäufer möchte seine Produkte schnell, schnellen Time to Market haben für das Thema. Sie möchten schnell Produkte aktualisieren, Produktinformationen aktuell halten. Bei uns im Projekt sind es manchmal spezifische Themen, die dann kommen, wenn zum Beispiel neue Broschüren veröffentlicht, beziehungsweise neue Zertifizierungen da sind, dass die immer schön aktuell sind, dass die aktuell gehalten werden und von den Kunden dann auch so wahrgenommen. Denn da zählt dann häufig auch das Detail am Produkt und eben der Verwendungszweck.
Es gibt eine Form von Grundkalkulation, das heißt, hier können mir Kosten auch um die Ohren fliegen. Da betrachten wir uns im weiteren Verlauf einmal noch so ein paar Kostenmodelle. Die sind meistens auch relativ ähnlich, aber ich habe zumindest meistens eine relativ überschaubare Zahl, mit der ich anfangen kann. Die wird allerdings auch abhängig vom Bestellvolumen von dem Warensortiment erhoben. Und da kann dann das eine oder andere auch zur Gefahr werden, denn dann könnte es sein, dass eben mein Bett zu warm wird oder die Hose eben zu viele Dornen bekommt. Denn irgendwann wird es dann auch ungemütlich. Eigentlich ist hier wichtig nochmal hervorzuheben, es ist auch im B2B wichtig, für den Kunden da zu sein. Das heißt, diese Customer Centricity sollte man auch immer kritisch hinterfragen. Habe ich die auf einer Plattform eher? Habe ich die auf dem Marktplatz eher? Habe ich die im eigenen Shop eher quasi? Und um mich da nochmal zu positionieren und auch für die Zukunft zu wappnen. Auch das sind Fragen, die man sich durchaus berechtigt stellen muss, wenn man anfängt. Wenn ich mir jetzt die Marktplatzsituation gerade anschaue und wenn wir die zusammen anschauen, dann haben wir die einmal versucht, ein bisschen ja, aufzusplitten. Wir haben jetzt nicht jeden Marktplatz aufgenommen, sondern versucht, für jeden Quadranten ein Beispiel, möglichst ein Beispiel zu finden. Und man sieht schon, man hat sehr spezialisierte Plattformen. Vielleicht kennt ihr eine Vocato, Tulineo vielleicht schon mal gehört, Tulineo vom schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Konrad, wie schon erwähnt, und dann kommen noch ganz viele andere. Amazon Business bewegt sich auf der Achse sehr agil nach vorne, nach hinten, weil sie eben auch durch das eigene Ökosystem und durch die Infrastrukturen doch gewisse Vorteile gegenüber anderen Anbietern haben, einfach in der Positionierung. Und wir haben es relativ einfach gemacht, in der X-Achse einfach vom Handwerker muss ich hier relativieren. Das ist dann eher das Klein- oder Kleinstgewerbe, teilweise natürlich auch Privatkunden, also quasi der ganz normale, wenn sie von dem D2C-Fall abgehen, also Direct to Customer. Auch hier, wie wird sich's entwickeln? Es sieht vom ersten Augenblick erstmal sehr ähnlich einer Entwicklung auch im B2C-Markt. Es gleicht sich das ja an. Also man sieht sehr viele Parallelen. Auch im B2C-Markt gibt es immer mehr Händler, die dann als Plattform agieren, das schon etwas früher angefangen haben. Aber hier sieht man so sehr stark, wohin sich es entwickelt. Und im Detail schauen wir uns jetzt einige der Plattformen an, auch einige der Modelle ein bisschen an, um da noch mal ein bisschen einen Einblick zu bekommen, naja, welche Modelle greifen hier und auch für sich noch mal vielleicht ein Bild zu schärfen. Ist dann ein Marktplatz das Richtige zum Beginn oder starte ich direkt mit einer eigenen Infrastruktur und kann da einen Vorteil draus ziehen? Wir haben hier bei Amazon, oh, Entschuldigung, müssen Sie vorhin wieder sehen. Da war ich zu schnell. Bei Amazon Business natürlich ein sehr prominenter Player, muss ich nicht viele Worte dazu verlieren. Mit dem Amazon Business sind sie 2016 gestartet, bieten in der Logistik neben der eigenen Amazon Logistik auch an, eben, dass der Händler seine Logistik oder der Hersteller die Logistik selbst übernehmen kann. Entsprechend den Richtlinien, die haben es auch in sich, das heißt auch da nochmal ein bisschen schauen, kann ich das von den Bedürfnissen auch abdecken? Kriege ich das mit meiner Logistik auch überhaupt auf die Kette, dass die Anforderungen, die eben auch ein Amazon hat, so weit umzusetzen? Ich spreche hier insbesondere von kleinteiliger Logistik. Das kann für den einen oder anderen Händler, war auch bei uns immer wieder ein Thema tatsächlich, dass man sich für eine andere Plattform oder entschieden hat oder auch gesagt hat, ich muss erst kleiner anfangen mit einer anderen Plattform oder mit einem eigenen Shop. Wir haben aktuell bei uns einige Kunden, die eben in Verhandlungen sind, die dann auch verschiedene Modelle verfolgen, also das heißt verschiedene Vertriebsmodelle, um zum Beispiel ihr Standardsortiment, sehr standardisiertes Sortiment, das heißt wenig Beratung, C-Teile,
an den Mann zu bringen, in der Form, dass man sich da nochmal hofft, ein bisschen einen Boost zu bekommen für das C-Teile-Sortiment und das Lagersortiment quasi da auch ein bisschen schnell drehen dahin hinbekommt. Wir haben neben diesem ganzen Service und dem Ökosystem auch eben das Thema Reichweite natürlich und Relevanz. Also allein mit dem Amazon Business Launch 2 Jahre später hatten wir in USA schon 55 von diesen Fortune 100 Unternehmen, die sich dort integriert haben, weil sie eben festgestellt haben, für einige für einige Use Cases ist das doch sehr, sehr, ein sehr, sehr spannender Marktplatz und auch eine sehr spannende Erfahrung. Der Umsatz wiederum auf der Plattform, das ist das Spannende. 2019 war das schon bei 16 Milliarden und die Frage ist eben, schaffen sie die 30 Milliarden schon 2022 oder 2023 oder knacken sie vielleicht sogar dieses Jahr schon aufgrund der Pandemie den Meilenstein. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ich habe hier natürlich eine hohe Relevanz. Ich habe viele Features, die ich auch bereits von Amazon natürlich kenne. Ich habe meine Buyboxen, ich habe die verschiedenen Preisvergleiche und da auch nochmal den, ein Ansatz, wie sich das Gebührenmodell zusammensetzt. Das Gebührenmodell ist natürlich monatliche Fee. Ich habe Integrationskosten auf meiner Seite, um teilweise auch Formate bereitzustellen, damit die Verarbeitung läuft, um die Produkte sauber darzustellen, Produktinformationen aufzubereiten, sauber. Und ich habe hier dann noch eine Verkaufsgebühr, die auch sehr unterschiedlich je nach Sortiment sein kann, die sehr auch schwankend ist. Das heißt, ich habe hier natürlich auch ein Dynamic Pricing dahinter, sowohl nach vorne als auch, also quasi intern, also auch extern. Am besten holen Sie sich da ein Angebot ein, wenn Sie es interessiert und müssen es tatsächlich für sich in dem Fall bewerten. Ist das eine Möglichkeit für mein Sortiment, da schnell anzufangen, um Erfahrung mitzunehmen? Was ich gezeigt habe, wenn man dauerhaft quasi als permanentes Geschäftsmodell kann es muss nicht, aber es kann irgendwann sehr, sehr hinderlich sein, wenn ich zu viel quasi von meinem Umsatz nicht verteile, sondern zu abhängig bin von der Plattform. Gilt allerdings natürlich für jede weitere Plattform in der Betrachtung. Auch Vorteil ganz klar, ich bin ganz schnell dabei. Das heißt, erfülle ich die Kriterien, habe ich meine Konditionen und habe ich auch die Formatierungen, also die Daten quasi, die Amazon von mir benötigt, um die Artikel darzustellen und reinzuladen, kann ich innerhalb von kürzester Zeit habe ich eine sehr hohe Reichweite und kann auch sehr gut erste Erfahrungen im Plattformmodell und Plattformvertrieb bekommen. Da haben wir, glaube ich, auch schon etwas im Laufe des Tages gehört. Wir haben als zweite Betrachtungsplattform Mercateo, auch in Deutschland ein doch, kann man sagen, ein Urgestein seit 2000 am Markt. Damals noch ein bisschen anders, mit ein bisschen anderer Ausrichtung, mittlerweile sehr offen, auch sehr viele Services, auch viele Einkäufertools, Vergleichsmöglichkeiten, also auch da in sich vieles geschaffen von der Plattform, die auch sehr stark frequentiert ist im Dachraum. Wir haben 15.000 Hersteller, die da gelistet sind. Wir haben über 24 Millionen gerade SKUs, die wir da auf die Platt oder die Plattform hält. Und es sind ungefähr so 600 Lieferanten angebunden. Auch hier lohnt es sich nicht, liegt letztendlich in der Betrachtung ein in der Vergangenheit immer mal wieder angebrachtes Thema war, dass man diese ganzen Vertriebskanäle auf der Plattform relativ schlecht nutzen kann. Das heißt, diesen Marketingvertrieb Insight, die waren, danke René für die Info, aktuell 2019 316 Millionen, das heißt auch da nochmal ein Push und ich gehe davon aus, auch da wird es 2021 auch nochmal stark ansteigen. Das ist auch eine allgemeine Bewegung, die wir sehen. Wir kommen auch nachher nochmal zu einer Zahl, wo man es auch schön sehen kann, dass auch die Marktplätze natürlich profitieren von dem Thema Digitalisierung, Corona und genau. Ansonsten, wir haben genau bei diesen Advertisings auf der Plattform, man kennt es
verschiedenen Plattformen, auch von Amazon, schön in der Produktliste habe ich dann quasi gesponserte Links. Das habe ich bei Mercatio auch. Die sind manchmal ein bisschen sehr Werbe-Ad-mäßig platziert. Also und die Bestpreislogik führt unter anderem dazu, dass es sehr anstrengend wird, sein Portfolio sauber zu positionieren und zu platzieren. Das heißt, die Kunden haben hier eine Bestpreislogik. Teilweise wird der Artikel dann, wenn es den günstiger gibt, auch automatisiert ersetzt. Und für mich als Händler relativ undurchsichtig sind halt diese Lagerorte. Das heißt, ich habe eine gewisse Verfügbarkeit, ich sehe aber den Hersteller-Händler erstmal nicht. Ja, muss man für sich bewerten. Wie schon gesagt, sind hier haben jetzt keine eigene Logistik. Das heißt, auch da muss man sich dann überlegen, kann ich das mit der Logistik entsprechend abstimmen, auch hier in die Überlegung rein. Welches Sortiment könnte ich denn gut vertreiben über die Plattform? Services gibt es, wie gesagt, aus der Einkäufersicht genug, um mir eine schöne Shitliste zusammenzusuchen und auch genug Features, die mich da weiterhin unterstützen. Tuleneo, sehr kleiner Marktplatz, aber auch hier sehr spezialisierter Marktplatz, nämlich für die EDE-Fachhändler und EDE. Wenn es nicht jedem geläufig ist, ist das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler. Die haben angefangen 2015 mit der Plattform zu launchen. Aktuell sind es auch nicht mehr 80.000 Artikel, sondern es sind mittlerweile auch schon 550.000, also quasi eine halbe Million SKUs gelistet und eine sehr spezialisierte Gruppe, nämlich hauptsächlich für den Handwerker ausgerichtet, mit B2C und B2B-Anteilen dabei. Ja, wenig Bekanntheit, zumindest jetzt für eine hohe Verbreitung. Das heißt, zum Start kann es eine Option sein. Also gerade wenn ich eben Mitglied bin, damit mit einem überschaubaren Sortiment auch mal zu starten, um zu sehen, wie es sich entwickelt, erst die Erfahrung zusammen, um dann eventuell entweder die eine Tür wieder zu gehen oder die andere. Auch vom Umsatz her ist es dann ja, ein deutlich kleinerer Player, aber es ist ein Marktplatz, der noch existiert, der auch gefördert wird und immerhin auch knapp 1200 Mitglieder in diesem Verband ja, die Möglichkeit haben, sich da digital zu platzieren auf der Plattform. Ein sehr starker Wettbewerb kann natürlich durch Manu Manu kommen. Manu Manu ist eine französische Gesellschaft, die ja sehr guten Artikel darüber, da komme ich gleich nochmal dazu. Sie positionieren sich so ein bisschen für das Amazon der Heimwerker. Ein Heimwerker ist auch hier von wirklich einem Heimwerker bis auch zum Kleinstunternehmen oder Kleinunternehmen, die beliefert werden. Wer steckt im Grunde dahinter? Sind zwei Gründer, ein Gründerteam-Duo, die 2013 auch gestartet sind. Das auszurollen und in Deutschland 2016 an den Markt gegangen sind, sich sehr gut positioniert haben und bieten auch quasi eine eigene Logistik oder die Möglichkeit teilweise deren eigene Logistik mitzunutzen, das heißt deren Infrastruktur bei einem Dienstleister mitzunutzen. Und eben auf dem DIY-Segment kommt ein ganz anderer Ansatz, das heißt, sie sind im Social-Media-Bereich zum Beispiel sehr stark verbreitet, wachsen auch und auch im Venture Capital, auch das wächst. Wir haben jetzt aktuell die Zahlen, habe ich rausgesucht, 620 Millionen Euro im Umsatz und haben jetzt ein Venture Capital ungefähr von 310 Millionen Euro eingesackt in Summe. Das heißt, da ist auch nicht nur der Glaube daran, sondern da ist auch ein bisschen Potenzial dahinter. Wir haben jetzt auch die letzten Zahlen gesehen, das sind jetzt schon 4 Millionen Artikel, davon 1 Million in Deutschland verfügbar und die Experten, also was den quasi USP dieses Marktplatzes ausmacht, ist so ein bisschen dieses Spiel mit der Community. Das heißt, ich habe hier die Manu Advisors, das sind Experten aus der Community, Heimwerker, semi-professionell, professionell, die mich eben auch anleiten für so ein Projekt, wie ich was baue und mir dann auch die Materiallisten schon raussuchen, die ich bestellen kann. Auch hier etwas anderer Ansatz. Das heißt, die sind von der Quote her ist deren Ziel nicht nur Händler zu haben und dort nur Hersteller, sondern einen starken Mix zu haben. Fokus auf die Händler,
und weniger auf die Hersteller. Das wollen sie begrenzen. Da wollen sie auch sehr unique sein. Das heißt, möglichst wenig Wettbewerb und Konkurrenz untereinander bei einem spezifischen Artikel. Das ist da ein bisschen besonders. Heißt auch in der Platzierung muss ich ein bisschen anders denken. Die wachsen allerdings eben gerade stark. Und was da eben spannend ist, vom Anteil her, habe ich es gerade gesagt, deren Vision ist sozusagen 70% Händler und 30% Hersteller, sodass möglichst wenig Kannibalisierung, Ausschaltung von Zwischenhändlern stattfinden kann, sondern es tatsächlich zu einer zu einer Ergänzung und zu einer parallelen Existenz dann auf der Plattform führt, ohne dass jetzt die Großen die Kleinen stechen oder eben der mit mehr Kapital auf der Plattform sticht. Das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Dann zu den Großeltern so ein bisschen in dem Bereich kommen. Das ist SAP Ariba. Warum Großeltern? Die gibt es nämlich schon seit 96. Das ist schon eine ganze Ecke. Und zwar unter Ariba. SAP hat das Ganze dann abgekauft. Was ist das jetzt Ganze? Das ist im Grunde eine digitale Beschaffungsplattform in der Cloud. Ich kann mich da, es ist nicht ganz wie ein Marktplatz, sondern eher, ich integriere mich erstmal in den Marktplatz und integriere dann verschiedene Hersteller oder auch große Händler in meinen Beschaffungsprozess, also in meine eigenen Prozesse rein. Und 2000 mit der Plattform soweit gestartet. Die Cloud-Version ist noch nicht so lange am Markt. Das kam dann mit dem Zusammenschluss hier häufig von dem Thema E-Procurement Punch-Out-Kommen, also von einer SRM-Betrachtung. Und auch da die Zahlen, aktuell sind wir bei 600 Millionen Umsatz von der Plattform, ungefähr 650 Millionen US-Dollar, und richtet sich vor allem erstmal an größere Händler mit einem größeren Bestellvolumen, beziehungsweise an größere Infrastrukturen, die vielleicht auch aus dem SAP kommen sind, zumindest sehr viele aus dem SAP kommen und können sich dort anbinden über verschiedene Wege. Auch hier nicht nur die Integration ist eine etwas andere, die setzt auf ein Austauschformat, jetzt nicht, sag mal, platt einfach. Bei Amazon gibt es sehr einfache Austauschformate, mit dem man starten kann. Hier habe ich dann doch eine relativ, ich habe zwar einen Standard, aber der ist dann doch relativ umfangreich mit einem CXML-Standard im Hintergrund. Da eine kleine ein kleiner Hinweis: Wir haben speziell für das Thema Punch-Out und Plattform und Marktplätze, die das Punch-Out-Verfahren nutzen, haben wir da ein spezielles Webinar und haben auch da ein White Paper bei uns auf der Homepage. Das heißt, da können Sie sich gerne auch noch mal ein bisschen tiefer mit dem Thema Punch-Out, das heißt, Sie integrieren sich dann quasi in den Kunden, befassen. Es gibt auch hier mehrere Werbemodelle. Das Thema wird auch von SAP forciert und auch angetrieben. Das heißt, da ständig erweitert, neue Service dazu gebucht. Da wird es sehr spannend, auch im Bereich der Großkunden. Denn das kommt sehr, sehr häufig auch in unseren Fällen, dass solche E-Procurement-Plattformen sehr stark genutzt werden. Ich glaube, es gab jetzt kein Projekt im letzten Jahr, die nicht mal eine Anfrage hatten zum Thema CXML oder OCI. Das heißt, da, dass Sie es mal gehört haben, Punch-Out oder eben im Bereich E-Procurement kann es dann auch nochmal Anfragen von Ihren Kunden kommen. Ja, jetzt haben wir viele Marktplätze gehört. Was jetzt eigentlich mit dem Marktplatz starten, mit dem Shop starten? Was soll ich jetzt wie tun oder was darf ich denn überhaupt tun? Ja, muss ich einen Online-Shop bauen? Sollte ich vielleicht einen eigenen Marktplatz launchen, wenn ich denn schon einen Shop habe und vielleicht einen anderen Weg gehen? Das heißt, ich vertikalisiere in die andere Richtung. Kann ich vielleicht mich einbinden oder kann ich Partner noch besser einbinden auf dem Weg? Oder gehe ich auf Marktplätze, Mercatio, Amazon oder sonstige Spezialmarktplätze, um mein Sortiment besser zu pushen, um meinen Vertrieb zu unterstützen? Im Grunde können Sie alles machen. Wichtig ist in der Betrachtung, mit was fange ich denn an? Da sind Sie gefragt, auch intern nochmal in sich zu gehen, zu sagen, ja, mit was fange ich jetzt am besten an? Das kann ich Ihnen auf die Schnelle in der Dreiviertelstunde nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur Hinweise geben. Bedachten Sie Ihr Sortiment. Schauen Sie an, wie komplex sind meine Produkte. Kann ich die mit den Services, die mir die Plattform überhaupt anbietet,
Kann ich die überhaupt meistern? Kriege ich das logistisch überhaupt auf die Kette? Also das heißt, kann ich diese angeforderten Logistik-Rahmenparameter oder auch Service-Rahmenparameter erfüllen, um auf der Plattform zu verkaufen? Und wenn nicht, welche Möglichkeiten gibt es dann? Und wenn das soweit für Sie klar ist, dann kann es auch eben sein, dass man erst mit dem Marktplatz anfängt und dann später auf einen Shop baut und hat dann eben auch viele Learnings schon mitgenommen oder man hat schon einen Shop und erweitert quasi den Shop um verschiedene Features oder verschiedene Sortimente. Man bietet unterschiedlichste Sortimente an. Also es gibt hier ganz, ganz diffizile Cases und auch Diversität in der Umsetzung und Ausführung. Grundsätzlich nutzen Sie gerne Marktplätze. Es ist ein einfacher Einstieg. Es ist genug Platz da. Also wenn man sich Marktplätze anschaut, es gibt in jeder Branche nochmal speziellere Marktplätze. Es muss nicht immer Amazon sein. Es kann auch wirklich der Branchenmarktplatz sein. Wenn Sie da Ihren Branchenprimus kennen, Entschuldigung, dann können Sie sich da anbinden. Das kann auch mal eine Anbindung an den Konrad sein, um zu testen, wie klappt es denn mit meinen Klemmen auf dem Marktplatz und sich dort zu positionieren oder eben auch Mercateo, wo ich sage, ich verkaufe meine Lüftungsgeräte da oder meine Luftfilter. Ja, jetzt ein bisschen, naja, was haben denn unsere Kunden da oder wie nutzen unsere Kunden die ganzen Möglichkeiten, die uns so eine Plattform bietet? Muss ich denn immer komplett auf eine Plattform gehen? Was heißt denn, wenn ich auf so einen Marktplatz gehe, muss ich den Marktplatz nutzen oder kann ich vielleicht auch das Ökosystem nutzen? Ja, genau, René hat es in den Chat geschrieben, wie wenn schon Fragen da sind, gerne schon mal stellen. Ansonsten gehe ich gerne nochmal auf die Best Practices durch. Dann können Sie so ein bisschen einen Einblick bekommen, was unsere Kunden wie gelöst haben und wie gemacht haben. Also, falls jetzt keine Fragen kommen oder Sie sich gerne noch überlegen, dann fange ich schon mal an. Also wir haben noch einen B2C-Kunden, der auch ein B2B-Zweig hat. Der ist nicht der größte, aber er hat sie. Und im Grunde ist es der Shop Eismann. Und beziehungsweise hier geht es natürlich um Tiefkühl, hier geht es um Lieferketten. Das ist ein relativ kompliziert oder komplexes Sortiment zum Vermarkten. Ich habe eine Terminankündigung. Ich muss im besten Falle auch den Menschen antreffen in der Firma, einfacher als privat. Aber wie nutzt der jetzt zum Beispiel eine Plattform? In dem Fall hat er einen Marktplatz genutzt, indem er den Marketplace von Alexa beziehungsweise die Skillsets von Alexa nutzt und hat dort eine Integration in Amazon auf den in dem Amazon Business Case gestartet und hier seine Spezifikas erweitert in der Abfrage. Also nicht nur hier zeigt mir meine nächste Bestellung an, sondern wenn ich den frage, kann er mir sagen, wann ist mein nächster Termin anhand von meinen aggregierten Daten, die nicht bei Amazon liegen, sondern in dem Fall noch im Shop. Oder auch aktuelle Angebote, das heißt, was hat jetzt vielleicht der Fahrer gerade noch als Angebot in seinem Fahrzeug. Und hier kann ich natürlich sehr viele Use Cases abbilden und sehr hohe Convenience starten. Das kann auch mal ein Blick über den Tellerrand sein. Das Gleiche geht natürlich auch für ein anderes Sortiment. Das muss nicht unbedingt Tiefkühl sein. In dem Fall ist Tiefkühl aber auch ein sehr anspruchsvolles Sortiment. Das heißt, Sie können sich gerne jeder mal hinterfragen, gibt es vielleicht einen Anwendungscase, den ich mal starten kann? Kann ich da erste Erfahrungen mitsammeln? Es ist spannend. Viele Hersteller, wissen wir aus eigener Erfahrung, sind eigentlich ready für mehr. Damals gab es das Buzzword Industrie 4.0, da haben viele auf das Pferd gesetzt, haben auch viele Implementierungen dann schon. Das heißt, technisch ist die Infrastruktur da, nur wie nutze ich die, wie bringe ich die an den Mann? Ein Weg ist zum Beispiel, auf dem Marktplatz, auf diesem Ökosystem aufzusetzen und einen Teil davon zu nutzen, den ich nämlich nicht mit einer eigenen Infrastruktur erschlagen kann oder erschlagen möchte. Ja, dann mit Punch-Out zum Erfolg, auch das. Der nächste Kunde, Karl Bullinger, hat mit dem Punch-Out für sich ein Medium entdeckt, in dem sie sehr, sehr stark wachsen und sehr, sehr gut sich implementieren können. Hier gibt es sehr viele Umsetzungen im Bereich Punch-Out, was Karl Bullinger vertreibt, eigentlich auch ein sehr anfangs ein unspannendes Sortiment mit Bürobedarfsartikeln. Ja.
Ist das so spannend? Ja, es ist sehr spannend, denn ich kann hier, ich habe eine sehr ja, hohe Produktvarianz, eine hohe, sehr hohe Produktvielfalt, aber ich muss mich gut in den Beschaffungsprozess auch integrieren, damit ich eben auch einen Wiederkaufswert bei dem Verbund habe. Und das haben wir geschafft, indem wir mit dem ja, einfach in die Integration reingeschaut haben, in den Beschaffungsprozess und uns über den Punch-Out-Prozess, sowohl OCI, das ist ein anderes Austauschformat, was ein bisschen einfacher ist als CXML, und CXML-Anbindungen an 60, 70 verschiedene Systeme angebunden haben. Und in dem Fall hat man wirklich seine Infrastruktur genutzt und seinen Online-Shop genutzt, um eine Art Marktplatz-Plattform-Strategie für sich da drauf zu setzen. Natürlich nicht als komplett offener, aber für seine Händler den ersten Schritt schon mal gemacht. Ich habe mich teilweise geöffnet, ich lasse nämlich oder ich integriere mich dann schön in den Kunden, um ihm den Beschaffungsprozess so einfach und so convenient wie möglich zu machen. Mit allen Features, die ich so im Shop habe, von Vergleichslisten, Preisen etc. Und das ist ein Erfolgskonzept, wie dieser Kunde neue Kunden in dem Verband gewinnt, neue Kunden und auch neue Kunden außerhalb vom Verband gewinnt. Wir selbst haben ja sehr, sehr viele Punch-Out-Integrationen sowohl im nordamerikanischen als auch im europäischen Markt begleitet. Ein sehr spannender Fall, das ist der Coupa-Fall, dass die digitalisieren sich gerade sehr stark. Ich denke, da werden wir auch im europäischen Markt bald ein bisschen mehr davon mitbekommen. In Nordamerika starten die gerade eine sehr aggressive Kampagne in Richtung Cloud-Beschaffung. Also die gehen auch wie SAP Ariba einen ähnlichen Weg, nur sag ich mal, etwas kleiner von der Zielgruppe. Also sie müssen da jetzt kein Fortune Top 100 sein oder ein DAX-Konzern, um zwingend eine Implementierung durchzuführen, sondern das geht dann auch in deren Propagierung relativ einfach mit einem guten Set. Nur ich kann dann auch alle Möglichkeiten nutzen. Ja, wie schon gesagt, wer mehr davon erfahren will, gerne bei uns vorbeischauen auf der Homepage, auf der Website, auf Corporate Site und sich da einlesen in unser White Paper oder in unsere bestehende Webinar. Die müsste es auch auf YouTube geben. Den Link kann ich auch gerne mal bereitstellen. Ja, oder anderer Kunde vertikalisiert eben zu quasi zurück, wenn man so will, nämlich er wird zum Marktplatz. So, da haben wir einen Kunden aus dem Bereich Bodenbeläge, ein sehr großer Player. Die Jordan-Gruppe mit Joka Inco. Jordan macht eben Bodenbeläge verschiedenster Art mit verschiedenen coolen Tools für den Einkauf, Flächenberechnung, ist relativ komplex. Stellen Sie sich vor, Sie renovieren, dann wissen Sie, glaube ich, von was ich rede. Wie viel braucht man denn? Wie viel Boden? Wo muss ich denn hin? Wie viel Verschnitt muss ich denn einkalkulieren? Und das kann eben die Plattform, aber die Plattform kann eben nicht nur das berechnen, wie viel Menge brauche ich, was kostet's, sondern in dem Fall sieht man es, ich muss auch, oder ich kann den Fachberater, je nach Standort, und ich habe eben einen Fachberater angebunden, kann ich mir von einem Fachberater auch Services dazu kaufen. Das heißt nicht nur rein Produkt, sondern ich binde quasi auch den Fachhandel mit ein und habe hier die Möglichkeit, verschiedene Services dazu zu buchen. Entweder Artikel, die nicht auf der Plattform sind, was auch sehr spannend ist. Das heißt, aktuell noch geschlossen für deren Artikel, aber das wäre die nächste Zündstufe und Ausbaustufe von dem Marktplatzmodell. Trotzdem kann ich als Kunde oder in dem Fall als Handwerker mir da auch nochmal die Beratung holen. Ich kann mir verschiedene Services einkaufen. Bodenpolierung, Verlegung, ich kann die Ausstattung dazu wählen, ich kann nochmal Muster vor Ort anfragen, Begehungen etc. Also da ist die Bandbreite sehr hoch und auch die Akzeptanz sehr hoch bei den einzelnen Fachberatern, die dann auch sich sehr einfach da anbinden können und eigentlich nur angeben müssen, welche Services bieten die dann noch mit zusätzlich an. Und das Gute ist auch die Preishoheit letztendlich liegt beim Fachberater, der bekommt immer mit, okay, was für ein Preis gibt es Liste von Joka, aber welchen Preis bekommt denn der Fachberater? Das heißt ja auch ein sehr, sehr positives Gefühl, wenn ich dann weiter auf die als Kunde mich weiter auf der Plattform dann bewege auf dem Marktplatz und ich immer das Gefühl habe, dass beide zusammenarbeiten.
Dann eine berechtigte Frage, die wir ganz am Anfang noch hatten. Naja, weitere Marktplätze, was passiert denn da? Ich hatte es eingangs erwähnt. Im B2C ist die Bewegung natürlich sehr stark gekommen, auch in den letzten Jahren, gerade 4, 5 Jahren. Es gibt sehr viele Plattformen, es gibt auch sehr viele Plattformmodelle, es gibt verschiedenste Geschäftsmodelle. Und verschiedenste Sortimente. Also ich muss nicht eine Plattform für alles sein, aber ich kann auch in meinen Nischen oder in meiner spitzeren Zielgruppe kann ich da trotzdem immer noch, habe ich immer noch eine Möglichkeit, mich auch als Marktplatz zu etablieren. Also auch wenn Sie ein großer Hersteller sind oder ein großer Verband, gibt es immer noch eine Chance, auch einen eigenen Marktplatz zu entwickeln oder auch ich nehme mal das Beispiel Konrad, sich von einem Händler zu entwickeln zum Marktplatz oder eben aus der aktuellen Position sich heraus auf dem Marktplatz zu entwickeln. Da ist viel, nehme ich ihm auch keine Illusion, sondern das ist auch viel Arbeit, viel Learning. Man braucht viel Know-how, und deswegen gerade in so einer Nische, in so einer spitzeren Zielgruppe kann das durchaus sein, dass es auch da sich noch weitere Marktplätze dann etablieren. Im Automotive-Bereich gibt es die ja auch schon, also wenn man auch die Originalteile-Logistik da mal sieht von Volkswagen, was die aufgebaut haben mit ihren Plattformen, das ist schon teilweise einer Exzellenz nahe. Also gerade Logistik, Zusammenspiele und solche Themen können natürlich auch, kann jeder im Grunde in seinem Bereich anfangen. Doch bis dahin bedarf es natürlich an einer gewissen Infrastruktur noch einen gewissen Weitblick und eine gewissen Entwicklung und sicherlich auch das ein oder andere finanzielle Polster, das man da einplanen darf zur Entwicklung. Dann, wenn ich auf dem Marktplatz verkaufe und nicht im eigenen Shop, was habe ich denn dann für Erfolgsfaktoren? Im Grunde haben wir die alle schon erwähnt, nämlich einmal Auswahl, das heißt, welche Produkte konfigurierbar versus generisch, das heißt eher schauen Sie da eher nach den generischen Produkten, das heißt weniger Beratung, sondern um schnell zu starten, eher was zu nehmen, was jetzt nicht unbedingt ein komplexes Fachwissen voraussetzt oder eine spezielle Beratung. Eine Förderanlage in der Logistik über ein Amazon Business zu verkaufen, wird schwierig als Beispiel, aber die Rolle oder ein Ersatzteil, Förderband, Schmiermittel, Gleitmittel, wie auch immer, das ist dann durchaus einfacher auf den Markt zu bringen. Dann schaffen Sie durch Services verschiedenster Art Mehrwerte, also wirklich schaffen Sie einen Wert auf dem Marktplatz mit einer Exzellenz, die Sie haben. Das kann sein, dass Sie Ihre Daten gut im Griff haben, Preis, Lieferung. Das kann auch sein, dass Sie ein paar Features anbieten können im Nachgang. Das sind natürlich dann auch nochmal Pluspunkte, um sich da entweder abzuheben oder dann auch sich zu entscheiden, entweder der Marktplatz A oder Marktplatz B kommt für mich eher in Frage. 2 und 3, also Convenience, das läuft so ein bisschen Hand in Hand, denn auch klar die Nutzerfreundlichkeit, das heißt Nutzer ist in dem Fall dann Zielgruppe, wer ist denn der Einkäufer? Zum Beispiel, wie einfach mache ich es denn auf der Plattform A oder im eigenen Webshop, ja, Produkte einzukaufen, zu vergleichen, Stücklisten, Projektpläne, Projekte zu erstellen für seinen Bedarf und letztendlich schaffen Sie durch dieses ganze Ökosystem auch ein gewisses Vertrauen, also für Sie selbst Vertrauen, dass es funktioniert, dass quasi nicht nur kompetitiver Preis da ist, sondern natürlich auch der Service im Hintergrund optimiert wird und sowohl schnell geliefert, eine gute, breite Sortimentsauswahl jetzt entweder auf dem Marktplatz oder ich eben durch die Diversifizierung im Shop und Marktplatz zwei Möglichkeiten habe, dort anzudocken. Mobile Optimierung auf den Marktplätzen, auch gerade im internationalen Umfeld ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch so gängig in Richtung SEO-Richtlinien. Schauen Sie einfach, ist der nativ fähig oder wenn Sie sich für ein eher Konfigurationsprodukte haben und es gibt Marktplätze, die eben Konfigurationsprodukte besser darstellen. Kann auch der Case ein bisschen anders sein, aber im Grunde ist schon wichtig, dass natürlich auch B2B-Marktplätze nativ mobile ausgerichtet sind.
Nicht nur wegen den Millennials, sondern prinzipiell auch, weil es diverse Ranking-Kriterien dann mal später gibt und sie sich dadurch dann auch nochmal ein bisschen das Leben leichter machen für die eigene Infrastruktur und für das eigene Ökosystem, wenn sie sich da zu entscheiden, eben nicht auf dem Marktplatz zu verkaufen. Ja, das ist ein bisschen Werbung. Grundsätzlich haben wir so drei Bereiche. In dem Fall, den wir jetzt betrachtet haben für die Marktplätze, ist das ganz klar unser Connect-Bereich, wo wir verschiedene Marktplätze, verschiedene Austauschformate miteinander verbinden oder auch eben die Brücke schlagen zu so einem Punch-Out. Das heißt, wo wir dann verschiedene Systeme miteinander verbinden und Process Insight, das sind dann unsere Marketing- beziehungsweise auch Produktthemen. Also ganz unerlässlich sind einfach Produktdaten, die zumindest ein gewisses Grad an, einen gewissen Grad an Reife dann haben für die Digitalisierung. Ja, genau. Bei Fragen haben wir jetzt. René sagt, ich habe zu wenig Werbung gemacht. Ja, richtig. Richtig. Ist auch Pass so. auf, dann machen wir die Werbung im Dialog ganz einfach. Erstmal ganz herzlichen Dank für den umfassenden Vortrag und dass du halt aufgrund des Babyglücks von Michael, ich hatte von Martin gesagt, eingesprungen bist. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr, die als Shop ja, Entwickler am Start seid, euch auch in die Richtung Marktplätze einfach mitentwickelt habt und ganz klar Position bezieht, dass das eine ohne das andere nicht geht. In dem Zusammenhang meine Frage an dich: Wie sind eure Erfahrungen auf der strategischen Ebene, wenn Kunden in eure Richtung kommen? Überblicken die Standardkunden, sage ich mal, die Komplexität, die diese, ich sag mal, Multi-Channel-Welt im E-Commerce in sich schon birgt? Ich mache es mal kurz. Ja. Ja, also es ist in den meisten Fällen durchaus so, dass sich erst in den Workshops zeigt, dass erst ganz viele Baustellen zusammen, also geführt werden müssen. Also viele, viele Themen, was eher überraschend ist auf unserer Seite, dass sehr viele Kunden bereits ganz viel vorliegen haben. Ich sage es jetzt mal salopp, Material vorliegen haben, Rohmaterial, das ich eigentlich noch veredeln müsste. Und der letzte Schritt wurde bisher nie gemacht. Interessanterweise jetzt durch den ganzen, ich nenne es mal Druck, der uns gerade auferlegt worden ist durch die Pandemie, merken wir schon eine Bewegung und ein Aufweichen von diesen starren Verhältnissen in den allermeisten Fällen. Und plötzlich kommt Bewegung rein in Themen, wo du vorher gedacht hast, okay, warum ging das vorher nicht? Deswegen lassen wir uns sehr positiv überrascht. Und das fängt natürlich schon an mit Produktdaten, das fängt an mit Personalisierungsthemen, die ja natürlich einen Marktplatz durchaus, ja, ich sag mal, im Stack schon mit sich bringt. Und wenn ich jetzt einen Online-Shop habe und da auf Personalisierung setze, dann ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. Deswegen haben wir durchaus oft das Thema, kann ich mit meinem Produkt erstmal anfangen? Also, so wie es eben vorhin auch gesagt hat, erstmal eine Analyse vom Portfolio, ganz klassisch eigentlich. Und dann entscheiden wir, okay, mit was fangen wir jetzt an? Fangen wir mit dem Spezialsortiment an? Fangen wir mit den Ersatzteilen an? Und dahingehend bauen wir sozusagen eine kleine digitale Roadmap. Jetzt keine volle Strategie. Das lassen wir entweder beim Partner oder in der Hand des Kunden. Aber wir können zumindest assistieren und aus den ein oder anderen Best Practice Cases dann auch mal erzählen. Also ist, finde ich, sehr gut rausgekommen. Es gibt nicht die, ihr müsst alles machen müssen Strategie. Das heißt, es ist in einer Folie drin. Ich glaube, es muss sehr differenziert sein, jeweils zum Geschäftsmodell passend. Und je genauer man als Händler weiß, wo man selber steht und vor allen Dingen, wo der Kunde einen erwartet, kann man das entsprechend mit einer umfassenden Grundsatzlösung sehr, sehr gut an den Markt bringen. Und so wie du es dargestellt hast, ist IntelliShop da ein guter Partner für, richtig? Ja, Ja, damit haben wir die Werbung untergebracht. ja, genau. Also wie schon gesagt, wir fokussieren uns sehr stark auf Integration. Aktuell, das ist auch da, wo wir am meisten konsultiert werden und wo es uns dann auch begegnet, wenn wir es nicht schon im Workshop haben, eben in der Frage, baue ich jetzt einen Online-Shop, baue ich eine Plattform, sondern wenn wir in einer späteren Phase sind, also jetzt nicht, ich sage mal in der Early Stage, sondern wirklich in der Later Stage sind, bei so einer Entwicklung kommen ganz schnell so Themen eben wie Punch-Out und Plattformen auf. Gerade
Jetzt in meinem, da muss ich jetzt sehr subjektiv von meinen Kundenkreisen sprechen, da haben wir sehr, sehr häufig das Thema einfach OCI-Implementierung, CXML, also quasi Marktplatz, der proprietär in Anführungszeichen, also geschlossener ist. Ja, wo es jetzt nicht um viel Werbung geht, sondern tatsächlich einfach also eine Art Liste, wie man es im Einkauf auch hat, im Lebensmitteleinzelhandel kennt. Ne? So quasi hier ist die Etika und Metro-Gruppe. Du möchtest jetzt da rein, also musst du quasi in Anführungszeichen eine Listgebühr bezahlen, dass du dort in die Märkte kommst und dann kümmere dich bitte darum. Das ist eigentlich der Haupt. Oder das ist so unser Hauptszenario gerade in meinen Projekten, wo wir fast täglich mit irgendwelchen Anfragen ja, konfrontiert werden. Wie integrieren, warum, wie könnte man es vielleicht anders machen, kann man das Sortiment ein bisschen anders gestalten und dann sind wir ganz schnell eben bei der Betrachtung, wo wollt ihr hin mit der Plattform und auch eben A, B oder C Teile und dann guckt man sich das nochmal im Detail an und setzt dann die Hebel. Klares Ziel hilft, gute Strategie sowieso und dann mit einem guten Integrationspartner auf zu Ja, neuen Zielen absolut. oder zu den Erfolgen, die dann eigentlich von alleine kommen. Genau. Super. Ich glaube, wir haben es, sind keine weiteren Fragen so weit gekommen. Herzlichen Dank an den sehr inhaltlichen Vortrag mit wenig Werbung. Und ja, so stellt man sich das eigentlich vor. Ich habe eine Menge gelernt und ja, alle, die noch Fragen haben, wendet euch an Manuel einfach gern direkt LinkedIn oder auch hier über die Kontaktdaten. Wird er sicherlich nicht sich hinter irgendwas verstecken. Nein, Ja? gerne. In dem Einfach auf Sinne. uns zukommen. Ja, jetzt findet noch ein Diskussionspanel Direct to Consumer statt. Da muss ich jetzt schnell rüber. Von daher würde Jawohl. ich mich jetzt verabschieden und lade euch alle ein, einfach mitzukommen. In dem Wunderbar. Sinn, vielen In dem Dank. Sinne. Bis denn. Danke. Ciao. Bis dann. Ciao.